Bis weit in die 60er Jahre hinein ist die Welt an Rein und Ruhe in Ordnung. Kinder sind brav und gehorsam. Die Autorität geht von Erwachsenen aus, zumeist von Männern. Daran wird nicht gerüttelt. Anpassung und Fleiß stehen besonders hoch im Kurs. In der Schule bestimmt der Lehrer. Zu Hause hat der Vater das Sagen. Die Haare sind kurz, die Tanzschritte intakt. Auch von jungen Fußballprofis wird vor allem Unterordnung erwartet. Bin ich hier mit Rad angekommen, vorgestellt, ich sage, ich bin der Neue, ich soll ja mitmachen bei euch. Und dann durfte ich erstmal Schuhe für Herrn Budenski einlaufen. Den alten Schalke Budenski, nicht den jungen Budde, den alten. So, du, die Saison fängt ja an, sagt er zu mir. In der Kabine haben wir gesessen. Ich sage, ja, Herr Budenski, fängt an, ist gut. Ja, dann nimmst du jetzt meine Schuhe, Fußballschuhe, die gebe ich dir jetzt hier, zu treuen Händen. Die ziehst du an und läufst die ein. Ich sage, Moment mal, Herr Budenski, der ist ja viel zu klein, der Schuh. Ja, macht doch nichts. Den kannst du ja schön austreten. Ich hatte, glaube ich, 8,5 und das war 7,5 oder was. Ich bin reingekommen, ich habe blaue Zehe und blutige Zehe gehabt. Ich sage, Herr Budenski, immer noch Herr Budenski, sag ich, das kann da wohl nicht angehen. Ja, so war das damals. Ja, geht's! Ja, wieder bewegen! Und geil! Der Roger geht auch schon ohne Ball! So! Die Flanke zielen! Die Trainer waren damals reine Diktatoren. Aber wir hatten auch eine andere Erziehung genossen. Wir haben ja gar nicht versucht, aufzumucken. Wir haben ja noch nicht so unsere Meinung kundgetan, wie die Jugendlichen das heute machen. Frau Dr. Söll, ich bin gestern 5 Minuten zu spät hochgekommen. Da hat mein Chef mich angefahren, ich soll nächstens pünktlich sein. Und er bleibt jeden Mittag eine Stunde fort. Was hast du denn darauf gesagt, Christa? Ich habe mich natürlich entschuldigt. Das war schön, dass du nicht eine patzige oder ungezogene Antwort gegeben hast. Und ich glaube, das sollten wir uns alle merken. Nicht? Selbst wenn wir meinen, einmal zu Unrecht getadelt worden zu sein, wollen wir freundlich und höflich antworten. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal bei der Nationalmannschaft eingeladen war unter Franz Beckenbauer, den habe ich hier im ersten Trainingslager in Kempinski getroffen, in der Sauna. Da habe ich zu dem Franz Beckenbauer Sie gesagt. Das wäre heute unvorstellbar. Also wenn der Wolfgang Overath auf der Massagebank lag, oder ich lag auf der Massagebank und der Wolfgang Overath kam rein, da bin ich aber von der Massagebank gesprungen und habe gesagt, Wolfgang, willst du da hin? Wenn ich das heute sehe, auch bei uns, und wir haben eigene Masseur, ne, die Jugend hat eine eigene Masseur, die Amateure haben eigene Masseur, und dann sind 8 Mann sind da beim Masseur, liegen da. Bei uns war Walitzer, Wosab, Eier Krämer. Der, ich bin noch nicht als 18-Jähriger in die Kabine gegangen, wollte mich behandeln lassen. Die hätten gefragt, ob ich nicht ganz sauber wäre. Ne, oder wenn ich da drauf gelegt hätte, hätte ich mich runtergekippt. Ne, das gab es überhaupt nicht, da dann 18-Jähriger sich überhaupt getraut hätte, sich zum Masseur zu sagen, ich habe da irgendwas. Ne? Lehrjahre sind halt keine Herrenjahre. Das Leben ist eine Ochsentour, auf der man sich mühsam von unten nach oben hochzudienen hat. Die eigene Stellung muss man sich mit den passenden Mitteln erkämpfen. Ja, ich war frech. Ich habe gesehen, dass die nicht besser Fußball spielen konnten als ich, bei Weitem nicht. Dass ich zwar lernen musste, aber ich habe mir also nichts gefallen lassen. Ich habe auch im Training, ich habe da auch mal drüber gehalten, mal den Eltern aufs Schienbein getreten, mich richtig gewehrt. Und das war natürlich ein Punkt, dass die gesehen haben, oh, was ist denn das für ein Bürschelchen da? Jetzt müssen wir aber mal aufpassen. Und da habe ich mir Respekt verschafft. Und das ist heute noch genauso der Fall. Wissen Sie, wenn Sie da hinkommen und sehen, na sag ich mal, arrivierte Namen, die auch Nationalspieler sind, oh, wenn man da, boah, da muss ich aber aufpassen. Nein, richtig, man muss da richtig zur Sache gehen und zeigen, so, hier bin ich. Und wer das beherzigt, der wird auch seinen Weg machen. Es ist ein modernes, vielseitiges Training, das Robert Geppert mit seinen Fußballern absolviert. Es sind etwa 18 Vertragsspieler dabei. Man könnte es einen Fußball-Twist nennen. Der deutsche Lizenzspieler weiß, dass diese Übungen Voraussetzungen dafür sind, dass er im harten Bundesliga-Alltag bestehen kann. Das Repertoire des Trainers muss vor allem vielseitig sein. Langeweile darf bei den Spielern nicht aufkommen.
Wenn ich überlege, Fifi Kohnsbein, Max Merkel, Fritz Langner, Zapf Gebhardt, das waren Trainer, die aus dem Bauch heraus trainiert haben, die diese Ausbildung gar nicht gehabt haben. Wenn ich überlege, ein Spiel habe ich vom MSV hier gesehen, wo der MSV hier verliert, da sagt der Zapf Gebhardt unter der Haupttribüne zum Willibert Krämer: Mensch, da habe ich, glaube ich, gestern einen Fehler gemacht. Warum, sagt der Willibert? Ja, wir haben doch mit Medizinbällen noch trainiert. Die Mannschaft konnte ja gar nicht mehr laufen in der zweiten Halbzeit. Ich war im Trainingslager 1968, wir waren in den Bergen. Dann mussten wir hochkraxeln wie die Gämsen. Und da habe ich gedacht, ich bin doch Fußballer, was soll ich oben auf dem Berg kraxeln? Ich habe Angst auch gehabt, das war mir zu steil. So, ich war fast oben, da kamen die Ersten schon wieder zurück, abgestützt und nee, wie war denn das? Ach, Schorsch Volkert kam von unten, den sah ich da von unten, sagt Klaus, ich sag, Schorsch, ich gehe nicht mehr bis oben in die Spitze. Da sagt Schorsch, doch, Max Merkel guckt mit dem Fernglas. Max Merkel hat eine eigenartige Parole. Bei ihm macht die Musik den Ton und Leistung ist Musik in seinen Ohren. Leistung ist das Zauberwort, das in der Wirtschaft großen Klang hat. Das deutsche Wirtschaftswunder gründet auf dem Fleiß vieler Menschen. An den Arbeitsplätzen sind sie bereit, sich in die Abläufe einer gewaltigen Maschinerie einzupassen und wie Zahnräder in einem Getriebe zu funktionieren. Wirtschaftliches Vorankommen und persönlicher Erfolg ist alles, was zählt. Und beides ist das Ergebnis unermüdlicher Anstrengung. In diesem Sinne ist auch Fußball vor allem harte Arbeit. Alle, die willig sind und die Fußball spielen wollen und arbeiten wollen, die haben wir behalten. Und es ist ein neuer Geist eingedrungen in die Mannschaft. Jeder versucht, sein Bestes zu geben. Und wir haben natürlich uns nur mit Fußball beschäftigt, sämtliche Nebenbeschäftigungen aufgegeben. Also die Mannschaft ist von Montagmorgens 9 Uhr bis Freitag jeden Tag Vormittag um 9 und um 15 Uhr am Fußballplatz. Der Hauptberuf ist Fußball. Wir haben natürlich auch Spezialeinheiten eben gehabt mit Zirkeltraining, wo du, sagen wir mal, 60 Minuten belastet worden bist, im Intervall, im Kurz, im Sprint und über Bauchmuskeln, Rückenmuskulatur. Und zum Abschluss gab es natürlich dann am Schluss noch auf der Laufbahn 400 Meter mit zwei Medizinbällen unter den Armen. Also bei 200, 300 Meter sind die Arme so lang geworden wie bei einem Langarmaffen. Ne? Du konntest am Schluss die Bälle gar nicht mehr halten. Aber das haben wir durchgemacht. Er war dann auch mit uns unter der Dusche, hat seinen Spaß gehabt, hat gelacht, hat gesagt, na, Hauptsache, ihr habt es durchgestanden. Was mussten wir laufen bei den Leuten? Ne? Also das waren dann manchmal in der Aufstart der Saison, das waren 10, 200 Meter Läufe mit einer Minute Pause. Ne? Wir haben dann oft Erfolg gehabt, die haben sich erbrochen dann an den Seiten, ne? Weil das war einfach nicht zu machen. Ne? Aber so, das verlangten sie. 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja, und nochmal. 1, 2, 3, 4, 5 und umgekehrt nochmal. 1, 2, 3, 4. Den Edelfanatikern genügt es freilich nicht, über Fußball zu klönen. Der dumpfe Ton der Lederkugeln belebt sie wie eine Droge und beim Anblick der trainierenden Spieler durchströmt sie das gleiche beglückende Gefühl wie den Besitzer eines Rennstalles, der seine Pferde bei der Morgenarbeit beobachtet. Also da konntest du genauso gut eine Vogelscheuche da hinstellen. So stand er da. Wie so ein Eimer, wie der Wimmerkart. Also laufen gegangen. Und den Libuda wird die flott machen, Kurt. Ach, den wird die flott machen. Der wird nur hier rumlaufen. Nur hier rumlaufen. 3 Stunden am Tag. Der geht doch, wenn einer mit dem Ball ankommt, dann läuft er weg, hat er Angst. Mensch, ist so ein klasse Spieler und solche Angst, so, nee. Guck dir den Hannes an, du. Muss ich ausruhen, also Arm kaputt. Ja, ein Arm kaputt. Wäre das richtig für Eintracht hier in der Kirche? Wann hat der den Arm ausgegoogelt? Ja. Die Haare strobel, ich hab den einmal den Ball geköpft. Deswegen ging der raus, dann war er nicht mehr schön genug. Und mach ich was! Und kommen! Und wieder auf! Willst du nicht auf Wattenfilm, auf den Film warten? Und wieder kommen! Mal kommen! Und jetzt zurückschalten! Noch einmal ganz stark zurück, ganz stark! Noch stärker! Wir hatten einen Trainer gehabt, die nur ausgezeichnet waren mit EK1 und goldene Verwundetenabzeichen vom Zweiten Weltkrieg. Die Offiziere waren teilweise im Krieg und so auch eine Mannschaft geführt haben. Herr Langner, Ihr Spitzname ist der Eiserne Fritz. Verlangen Sie Außergewöhnliches von Ihren Spielern? Im Training auf jeden Fall. Und zwar in erster Linie eine hervorragende Disziplin. Und ich möchte darüber noch sagen, dass er auch die dementsprechende Konzentriertheit im Training mitbringen muss, um etwas ersprießlich dabei herauszukommen. Andrücken gerade, Kopf aufrichten. Der Tonfall auf dem Trainingsplatz ist zackig wie auf einem Kasernenhof.
Der Gleichschritt gilt in vielen Bereichen der Gesellschaft noch immer als bevorzugte Gangart. Am besten in Kombination mit einer guten Portion Drill. Neue Töne in Schalke, aber sie klingen nicht schlecht. Die meisten Bürger schliefen wohl noch, als Rudi Gutendorf seine Schützlinge heute früh ans Schwitzen brachte. Du! Am Spielen sein schon! Komm wieder einig! Disziplin und Gehorsam sind die Grundlagen für das persönliche Fortkommen. Ja? Befehle werden befolgt, auch wenn sie nicht so recht einleuchten. Das sieht das mit dem Brasilianer ganz deutlich. Das sieht scheinbar lahm aus. Aber wenn ich passe, dann muss ich fliegen! Und im Moment, wo ich blöd. So, vier Mann zusammen, drei gehen ein. Alle in Ecken und anfangen. Und Bewegung! Links! Ganze Abteilung. Wir waren in Duisburg-Wedau im Trainingslager, hatten 30, 35 Grad gehabt, Durst, wie das so üblich ist nach dem Training. Und damals war noch die alte Sepp Herberger Methode, nach wenig trinken, der Körper muss trocken bleiben. Wir konnten kaum sprechen, weil die Zunge so belegt war und haben dann damals gab es so kleine Senfgläser und so eine Cevion-Tablette, voll Wasser bekommen zum Essen und mussten damit auskommen. Dass wir natürlich heimlich dann am Kran waren und uns dann voll getrunken haben, das war natürlich klar. Denn auch das ist die Realität der Zeit. Während die Profis auf Diät gesetzt sind, schlägt sich draußen der Rest der Gesellschaft die Bäuche voll und genießt den neuen Wohlstand in vollen Zügen. Bars, Amüsierbetriebe, Striptease-Lokale findet man neuerdings in Bochum in weit größerer Zahl als in jeder anderen Stadt des Ruhrgebietes. Hier tritt das Wirtschaftswunder bei Nacht offen zutage. Sündige Verlockungen, vor denen die Trainer die vermeintlich unbedarften Jungs in ihren Profimannschaften schützen wollen. Doch die Spieler finden immer wieder Mittel und Wege, die Bevormundung zu umgehen. Die Zeit, als wir wenig trinken durften, da haben die alten Haudegen, die haben dann ihre Frauen angerufen, die haben dann die Getränke ans Hotel gebracht, da haben die von oben eine Tasche am Band runtergelassen und die Frauen haben unten die Getränke eingeladen, dann wurden die hochgezogen. Und der Alte hat unten gesessen, hat da diskutiert, wie er morgen das Spiel gewinnt und die haben oben sich die Dinger reingezogen. Ja. Alkohol ist völlig tabu und selbst alkoholfreie Getränke sind rationiert. Um Punkt 22.30 Uhr ist Zapfenstreich. Ein Trainingslager ist kein Erholungsurlaub. Wenn zum Beispiel Hannes Weißweiler, wir hatten verloren, da wurde in der Kabine, der war aber nicht dabei, wurde gequatscht. Dann sah man ihn unten über den Hof gehen, es klappte die Tür und bumm, jeder saß so da, abrupt Stille. Der Erste, der gelacht hätte, hätte die Niederlage verschuldet. So war das. Es war einfach so, dass man sich dann in dem Moment nicht traute, frei zu sein. Immer wieder sage ich, ich brauche Leute, Verteidiger, die ihrem Mann den Mut zum Spielen nehmen, die ihn auf den Fersen sitzen, die hautnah dicken, dass wir sie gleich am Wickel haben. Dass der Uwe Witt hinten in der Abwehr als Ausputzer nicht war, nur dort sicherheitshalber dort. Aber im Grunde genommen müssen diese Leute schon ihre Gegner zudecken und fertig machen. Da musste man kämpfen um einen Ball. Die haben keinen Fehler in der Ball-An- und Mitnahme gemacht, sondern da musste man im Mann drin sein und musste fighten. Dann haben wir natürlich auch mal so Systeme gespielt. Heinz Höher war ja auch ein modernerer Trainer damals schon und der hat dann auch gesagt, ja, man bleibt auf deiner Seite. Ne? Schön, wenn der Jupp Heynckes nach innen geht, dann muss der Klaus Franke ihn übernehmen. Ne? Ja, habe ich gemacht, bin auf meiner Seite geblieben und habe gesagt, Klaus Franke muss er nehmen. Wir verlieren 4-1, Jupp Heynckes macht 3 Tore. Aber er hat gegen mich gespielt, nächsten Tag stand in der Zeitung, 3 Tore Jupp Heynckes, habe ich so einen Hals gekriegt. Da habe ich gesagt, ich will meinen Mann haben und ich will den ausschauen und ich will nicht, dass er übernommen wird. Ich sehe dazu, dass er kein Tor schießt. Ne? Dadurch, dass wir alle aus mehr oder weniger einfachen Familien kamen, wurde auch mit den psychologischen Mitteln gekämpft. Das heißt, wenn man auf dem Platz lief und
man die erste Begegnung nicht per Handschlag, aber verbal den Gegenspieler kennengelernt hatte, dann hat er auch schon mal deutlich gemacht, dass es heute schwer wird. Und dann guck schon mal, ob der Krankenwagen hier im Ort ist, damit du ihn schnell rufen kannst. Also es ging da schon ganz herb zur Sache auch. Von dem Duell Mann gegen Mann sind die Deutschen geradezu besessen. Die Ansagen der Trainer klingen vor allem nach Kampf, nicht nach Spiel. Den Gegner zermürben, entmutigen, niederringen. Für die Spieler aus einfachen Verhältnissen ein Sinnbild für den eigenen Überlebenskampf. Also wir haben nicht unfair gespielt, das darf man nicht verwechseln. Wir haben hart gespielt, wenn der Ball da mit dabei war, dazwischen war. Mann gegen Mann, also Angesicht gegen Angesicht, nicht irgendwie von hinten, das gab es bei uns nicht. Ne? Aber wenn der Ball da war und wir gingen rein, da gab es kein Pardon, da wurde nicht zurückgezogen oder was, das war unsere Stärke. Das war ja zu den Zeiten, wenn ich nur dran denke, an Seppel Biondek, Horst-Dieter Höttges, Barry Vogts zum Beispiel, nur um einige zu nennen, Rehagel auch, ne? Klimaszewski, ja, da musstest du schauen, dass du, sagen wir mal, deinen Angriffspunkt verlagerst, weil sonst waren die Knochen weg. Fummel leider. Es ist zum Kotzen, ist das. Geh nur nicht hin, Weber! Geh nur nicht hin! Was du noch machen musst, Laszlo, ist, wenn du Ball am Fuß, ja? Ja. Du schneller spielen mit Ball. Schnell. Ja. Du bitte langsam. schneller nach vorne. Ja, Herr Klonsbach, 90 Minuten alles schnell. Na, nicht 90 Minuten, aber wenn du Ball, ja? Ja. Dann ja. Du langsam machen. Langsam. Mit Ball schnell und dann spielen und dann wieder langsam. Aber Mittelfeld, ja, schnell ja. Überbrücken. Ja, ich muss. Das ist Auffassung von deutschen Spielen, nicht? Weil das kommt schon, ich habe keine Sorge. Guck, das sind unsere Oberfürsten. Guck sie dir an, meine beiden Nussknacker. Wenn er zum Beispiel Hannes Weißweiler ein Spiel hatte, der ein bisschen so überheblich so daherkam, ja, dann haben wir wieder Sturm und Abwehr gespielt und dann hat er rüber geschaut. Hat er, dem zeige ich es mal so. Komm mal her. Ja, was? Du spielst jetzt gegen Berti. So, das war natürlich dann in dem Moment für ihn die Höchststrafe. Da musste der gegen Berti Vogt spielen. Und da wusste man ganz genau, oh je, je, je. Entweder muss ich schnell sein oder hochspringen können. Vogt stammt aus Büttgen, einem kleinen Ort bei Neuss. Auf diesem Sportplatz begann er in der C-Jugend. Ein Volksschüler, der später eine Werkzeugmacherlehre absolvierte. Mit seinem Sportcoupé legt Berti, der eigentlich Hans Hubert heißt, allwöchentlich rund 1000 Kilometer zurück. Büttgen, Köln, Mönchengladbach. Und jetzt geht's zum Training. Berti Vogts, Spitzname der Terrier, wird zum Inbegriff des kompromisslosen Kämpfers, der notfalls auch gegen die eigenen Mitspieler Härte zeigt. Dann kam es also zu einem ganz tollen Verhältnis zwischen Berti Vogts und mir. Sofort von Anfang an war der Krieg. Ja? Und ich wusste ja gar nicht, warum der so zur Sache ging im Training. Und da wurde man schon auf und nieder getreten. Aber das war das Ziel von Hannes Weißweiler, zu sehen, wehrt er sich oder lässt er die Ohren hängen, hat er Angst und wie gibt er sich hier auf dem Spielfeld. Und das hat er denn von Anfang an richtig erkannt, die ganze Angelegenheit. Nur als 17-Jähriger weißt du wirklich nicht, was da abging. Ne? Berti Vogts war auch in diesem Jahr der stärkste Spieler in der Hintermannschaft. Höchste athletische Gewandtheit verbindet sich bei ihm mit großer Härte. In der Schule von Hennes Weißweiler hat er auch den Blick für das Spiel gewonnen. Berti Vogts ist einer der besten Verteidiger Europas und einer der fairsten. Ich habe gerne Klopfer gespielt. Das heißt also, die größten Treter waren meine liebsten Gegenspieler, weil wer wütend wird, und der wird blind. Das ist wie beim Boxen, das ist so. Den kannst du ausgucken nach Strick und Faden. Und so habe ich es auch gehalten. Ich habe viel erzählt. Ich habe nicht immer feine Sachen erzählt. Ich habe versucht, den so
madig zu machen und so wütend zu machen, dass er Schaum vom Mund hat. Und dann waren es meine Leute, dann hatte ich sie im Safe, dann ging das erstmal richtig los. Dann sind die in alle Ecken gerannt, nur nicht dahin, wo sie wollten. Das war... Der Kult um männliche Härte treibt mitunter seltsame Blüten. 1965, Europapokal. Der erste FC Köln trifft auf den FC Liverpool. Es waren 20.000, 25.000 Kölner in Rotterdam und haben da uns versucht zu unterstützen. Es war eine fantastische Atmosphäre. Sehr schön gespielt von Verteidiger Byrne. Mitte der ersten Halbzeit komme ich in einen Zweikampf mit dem englischen Außenläufer Milne. Ohne dass er jetzt faul gespielt hat, hat er mich irgendwie erwischt und ich hatte Schmerzen am Wadenbein. Sich aber jetzt ein Kölner Spieler verletzt hat, ich befürchte fast, es ist Weber. Und wir sind gespannt, ob Dr. Bohne und Masseur Hermann wieder so schnell arbeiten können, dass er also schnell wieder dabei ist. Denn Weber ist ja die Schlüsselfigur in der Kölner Abwehr. Wir wussten alle nicht, was das war. Er hat auch weitergespielt nach 30 Minuten. Und in der Halbzeit, wir hatten einen Doktor dabei, der uns immer begleitet hat. Er ist dann noch auf diese Massagebank gegangen und dann hat der Doc zu ihm gesagt, spring mal runter, wenn das weh tut. Und dann ist er auch von dieser Massagebank runtergesprungen, hatte hohe, große Schmerzen. Dann haben wir gesagt, stell dich nicht so an, so schlimm kann das nicht sein, du musst doch weiterspielen. Sie wissen ja, wie das ist jetzt. Mensch, jetzt stell dich doch nicht so an. Und Heinz Hornig hat gesagt, Mensch, das ist doch nichts und so weiter. Und dann will man sich ja auch nicht vor seinen Kameraden blamieren. Und nun einen Platz auf dem rechten Flügel einnehmen wird. Als ich dann wieder drin war, habe ich bei jedem Schritt nach hinten geguckt, ob mir da jemand mit dem Messer in die Wade sticht. Und das war, da war keiner. Und also ich habe das... Jeder Schritt war schmerzhaft. Und diese große kämpferische Leistung ist wirklich nur zu bewundern. Die große kämpferische Leistung der Kölner. In erster Linie herrschte vor bei mir, die Mannschaft nicht im Stich lassen. Ich hatte das Gefühl, der Mannschaft noch irgendwie helfen zu können. Das ist Weber. Das war Weber. Der sich jetzt am Boden krümmt nach dieser Energieleistung, als er bei die Zähne aufeinander biss. Erst in Köln hat sich dann herausgestellt, dass ich das Wadenbein gebrochen habe und eigentlich nicht mehr hätte spielen dürfen. Schmerz verzerrt sein Gesicht. Was er leistet, geht vielleicht über das, was man überhaupt von einem Fußballer verlangen kann, von einem Sportler. Ich hatte einen Mitspieler, Peter Dewinski, ist relativ unbekannt, hat glaube ich 10 oder 15 Spiele für den VfL Bochum gemacht. Wir spielen in Duisburg und Peter war auch einer, der konnte was vertragen, der war hart und hart gegen sich selbst, auch gegen den Gegenspieler. Und so nach einer Viertelstunde fing der an zu humpeln. Dann hat der Heinz Höhr ihn damals durchspielen lassen, bis zur Halbzeit und sagte, ich habe Schmerzen am Knöchel. Alles klar. Hat den ausgewechselt und dann hat der Masseur gesagt, der war ein Halbtagsmasseur, der war noch beim alten Heim Glockengarten in Bochum, hat halbe Tage gearbeitet, war nur einen halben Tag, stand er zur Verfügung, komm morgen ins Altersheim, zum Glockengarten, ich behandle dich. Und Bobby erzählt mir, da war ein Kollege von mir, erzählte mir, sagte, ich bin zum Willi hingegangen und habe gesagt, ey, guck mal hier, tut mir weh und so weiter, was macht der? Der legt mich in eine Wanne. Und dann hält er auf einmal den Wasserstrahl auf mein Fuß drauf. Und ich lag oberhalb des Wassers und habe geschrien. Und da weißt du was, gehst du morgen zum Dr. Marzik, der bei unser Vereinsarzt, aber sag ihm nicht, dass du bei mir in der Wanne warst. Bobby, nächsten Tag zum Dr. Marzik gegangen, hat das Röntgen lassen und war der Fuß gebrochen. Hat er also mit dem gebrochenen Fuß weitergespielt, dann ist er nächsten Tag der Masseur gekommen, hat er den Wasserstrahl draufgehalten, mit 3 Hatü, hat er natürlich geschrien und das sind, die Sachen passieren heute auch nicht mehr. Ne? Wenn man dann 16 Jahre Indochina auf dem Puckel hat, ich sage immer Indochina, weil das ja Nahkampf ist, wenn man da gestanden hat und immer auf die Socken gekriegt hat, das ist ja, das merkt man schon. Und hier und da habe ich da also riesige Probleme. Ich stehe also morgens auf und am besten ist es, wenn ich dann die ersten 10 Schritte rückwärts gehe. Das fällt mir leichter. Und wenn ich mich dann eingelaufen habe, dann geht das auch mit den Gelenken wieder. Vor der Kamera zeige ich natürlich nicht, dass ich humpel oder so. Quatsch, nee, Quatsch beiseite. Also man merkt es, aber ich bin relativ gut durchgekommen. Wenn die Matadore einlaufen, beginnt ein Erlebnis, das die Zuschauer für alles entschädigen kann, was ihnen das zivilisierte Dasein vorenthält. Zum Beispiel Kerle zu sehen, die ihre Leiber kämpfend gegeneinander werfen. Eine männliche Wonne, die vereinzelt auch von jungen Frauen empfunden wird. Keine Frage,
Fußball ist ein harter, aggressiver Sport. Und er ist noch härter geworden in der Bundesliga. Noch erbitterter wird um Tore gerungen, wenn die Existenz von Vereinen und Spielern davon abhängt. Aber genau diese Härte ist ein Grund, warum Fußball mehr Zulauf hat als Damenhockey. Wissen Sie zu Hause, Sie als Mutter, wo sich jetzt in diesem Augenblick Ihre 17-jährige Tochter aufhält? Diese Bilder schockieren längst nicht mehr. Wer sich mit der heutigen Jugend befasst, erkennt rasch, dass diese Form der Ausgelassenheit des Sich-Austobens völlig normal ist. Und gerade im Anführeralter zwischen 14 und 17 Jahren brauchen die Jungen auch zu Hause eine feste und verständnisvolle Anleitung. Unsicherheit einerseits und ein gesteigertes Selbstbewusstsein andererseits sind die Triebfedern für die Gründungen von oft fragwürdigen sogenannten Jugendclubs. Teenager wollen unter sich sein, sie suchen die Horde. Die neue Jugendkultur ist da. Noch fühlt sich niemand bedroht. Wo ich gewohnt habe, ich hatte ein möbliertes Zimmer. Für 80 Mark habe ich damals dafür bezahlt im Monat. Naja, und dann in meiner Freizeit bin ich dann abends zwei Straßen weiter, gab es so einen Beatschuppen. Ne? Da wurden eben die Beatles-Platten gespielt. Naja, und ein bisschen Tanz auch. Und da habe ich damals meine Freundin auch kennengelernt. Ursula. Und wie das dann so ist, bin ich dann auch hängen geblieben bei ihr und oder mit ihr. Die Trainer mochten halt damals schon, dass die Spieler unter der Haube sind. Darf ich vorstellen, Herr und Frau Schmitz, vor der neuen, vor der eigenen Wohnung. Ganz verliebt und voller Hoffnung, dass alles gut gehen wird. Warum soll das eigentlich nicht? Wenn man sich so lieb hat. Es ist alles da und es ist zauberhaft. Aber es sind ja auch im Schlafzimmer, ist mir aufgefallen, sehr viele große Schränke. Und in diese Schränke gehört was hinein. Wie sieht es eigentlich mit der Aussteuer aus? Solange man mit Eheschließung und Aussteuer die Jungen wieder auf die alten Schienen setzen kann, scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Wir sind mal abends weg gewesen, morgens irgendwann nach Hause gekommen im Trainingslager. Nach einem Spiel, oder? nach einem Fußballspiel. Und ich kann mich erinnern, wir waren noch in einer Bar, da hing so ein riesengroßer Hammer. Nicht? Und den haben wir mitgenommen, da war noch der Rüdiger Abramczyk dabei und wir sind ins Hotel rein. Und früher war es so, da hat man also gar nicht die Türen abgeschlossen im Hotel. Das war früher so normal. Und dann sind wir also reingestürmt irgendwo ins Zimmer. Abramczyk hat das Licht angemacht und ich habe mit dem Gummihammer überall reingehauen. Da war eine Panik in dem Hotel. Das kann man sich gar nicht, Polizei ist gerufen worden. Dann haben wir uns natürlich zurückgezogen. Und das Schärfste war denn am nächsten Morgen, als wir zusammen gemeinsam gefrühstückt haben, da sagt der Klaus Fischer, ich habe einen Traum gehabt letzte Nacht. Sowas kannst du dir nicht vorstellen. Wir hatten das schon wieder abgehakt. Kannst du dir gar nicht. Ich sag, was ist denn passiert? Ich habe geträumt, man hätte mich mit einem Riesenhammer erschlagen. Also solche Dinge sind passiert und... Da frage ich dich, gibt's das heute noch oder wird da heute, ich weiß es gar nicht, keine Ahnung. Ja, das ist heute so, nicht mehr in der Form. Zu der Zeit, wie ich dann angefangen bin, es war ja noch da war die Kameradschaft des Fußballs noch hochgeschrieben. So eine Mannschaft, die lebte zusammen, die haben abends nach dem Spiel mal zusammen gegessen, haben sich auch so noch mal getroffen, weil sie kamen alle aus der Region, waren nicht allzu weit entfernt, es waren ja nicht diese großen Ausländertransfer, das gab es ja alles noch nicht. Und als ich hierher gekommen bin, musste ich natürlich meinen Teil dazu beitragen, um aufgenommen zu werden. Aber die älteren Spieler haben dann gemerkt, oh, der geht da hin, der geht zur Sache, der kommt jetzt nicht her und sagt, hallo, wer bin ich? Sondern er tut was und ich musste mich dann die Anerkennung holen. Kameradschaft ist in den 60er Jahren ein gern benutzter Begriff. Er meint auch, dass Männer bei Arbeit und Freizeit unter sich bleiben. Natürlich sucht man Vergnügen. Natürlich gibt es Schützenvereine. In Hamm gibt es davon besonders viele. Schießen, trinken, singen. So befreit sich Männlichkeit seit Alters von ihrer Last. Aus solchen Bedürfnissen könnte auch Kultur entstehen.
als Suche nach der eigenen Bestimmung. Das war immer so eine gute Gemeinschaft, muss ich sagen. Und die Frauen unter anderem haben sich auch gut verstanden, muss ich auch sagen dazu. Das habe ich von meiner Frau ja auch gehört, denn die waren ja auch auf der Tribüne, wie heutzutage auch überall. Aber nicht, dass sie da hier ein Klunker, da ein Klunker. Nicht? Da wurden sie, die saßen ganz gesittet und brav auf der Tribüne. Und anschließend war dann mit Frauen zusammen, auch im Stadion, wie das alte Stadion noch war, die alte Tribüne, wurde dann der Abend verbracht. Nicht? Und da war immer eine schöne Gemeinschaft zusammen. Die ist auch gepflegt worden. Nicht? Da ist auch auf geachtet worden, nicht? Dass immer nach dem Spiel doch alle nach oben gehen. Nicht? Und nicht gleich unten duschen, Kabine raus und weg. Die Frauen der Spieler und Funktionäre freilich sitzen separat und harren der Helden in Demut. Selbst in Lackschuhen bewahrt der Fußball den ausgeprägt männlichen Charakter, der ein Geheimnis seiner Anziehungskraft ist. Ja, Freunde müsst ihr sein, das ist natürlich, das war schon zu meiner Zeit nicht mehr so. Das heißt also Kameradschaft und alle. Ich sage immer, die Kameraden, die sind irgendwo vor Dünkirchen gefallen. Das ist schon lange her, da gab es Kameraden. Aber zu meiner Zeit ging es ja auch schon um Geld, nicht um Kartoffeln. Also wir haben schon richtig verdient, auch teilweise. Da spielte schon auch Neid eine Rolle und auch eben zweimal am Tag Training, dann Trainingslager weg. Nach dem Spiel war man schon froh, wenn man auseinanderging. Man hatte wenig Freunde in der Mannschaft. Ich habe nur den Hansi Dörre gehabt und Eberhard Strauch mal. Aber ansonsten hatte man wenig miteinander zu tun. Es war eine Zweckgemeinschaft, wie ein Arbeitsverhältnis abläuft. So ist es. So, wenn man hier aufs Spielfeld lief, da fing das Kribbeln an. Einer der erfolgreichsten Clubs der Zeit, Borussia Mönchengladbach. Hier spielen die Stars einen neuen, offensiven Fußball. Das Stadion. Das Stadion der Erfolge der 70er Jahre. Meine Zeit, nicht nur meine Zeit. Große Namen verbinde ich damit. Günter Netzer, Rainer Bonhoff, Berti Vogts. Also ich beleidige andere, wenn ich sie nicht nenne. Uli Stielke führt mal ein, Henny Jensen, Allan Simonsen, Europa-Fußballer des Jahres. Dieses nach vorne preschen, galoppieren, deshalb Fohlenelf, junge Leute, die einfach wild waren, wild auf Fußball, die Erfolge nicht programmieren konnten, sondern das war einfach aus dem Herzen heraus. Und das haben die Zuschauer auch gemerkt. Eine entscheidende Rolle spielt dabei der Regisseur Günter Netzer. Kurz nach 14 Uhr, seine Mannschaftskameraden haben so viel Zeit, dass sie mit dem Vereinsbus zum Training fahren können. 14.30 Uhr, der Regisseur und Spielmacher kommt als letzter, aber eben nicht zu spät. Er kommt mit einem GTB Daytona. 352 PS, Listenpreis 77.533 Mark und 50 Pfennig. Ein wohlhabender, 28-jähriger, sympathischer Star. Furchtbar. Männerlange Haare haben. Warum denn? Och, grauenvoll. Die sollen arbeiten gehen und anständig sich aufführen wie alle anderen. Wenn ich einen Sohn hätte, der so rumlief, ich meine sie jetzt nicht persönlich. Wissen Sie, was ich mit dem machen würde? Dem würde ich selbst die Haare schneiden. Glauben Sie das auch? Ja. Und wenn ich eine Tochter hätte, die mit so einem Junge ging, wissen Sie, was ich mit der machen würde? Und wenn sie mich einsperren würde, glauben Sie das? Ja, die würde ich halb lahm schlagen. Glauben Sie mir das? Ja. Das ist doch, sowas ist doch nicht normal. Ja, ich gehe nicht dicht dran. Ich habe Angst dafür, sicher. Ja, das ist es auch. Die langen Haare ist es nicht. Das sind nur das ganze Aussehen. Gucken Sie sich mal hier die jungen Männer an, was die ordentlich aussehen dabei. Das sieht es sauber. Nur dass wir alle, dass die Leute sagen, dass wir Läuse haben sollen und so. Das finde ich sauer blöd, finde ich das. Hat jemand von euch Läuse? Nein. Nein. Total nicht.
Gestern zum Beispiel noch an Haaren gerissen worden vom älteren Mann. Wir sind froh, dass wir das Ungeziefer mit den Jahren losgeworden sind. Ja. Und jetzt glauben Sie, kommt das Ungeziefer mit den langen Haaren wieder? Jawohl, unbedingt. Ja, so Haare reißen und sowas, da gewöhnt man sich aber dran. Ich setze mich durch. Das ist ein Zeichen der Freiheit für mich. War nicht so viel. Das war ja schon erstaunlich, dass man so um die 68, 69, dass man da sich so rangewagt hat an längere Haare. Und das können Sie sich vorstellen, was für Vorurteile in der kleinen Stadt Mönchengladbach vorhanden waren. Das Einzige, was mich immer gerettet hat, war die Tatsache, dass ich vernünftig Fußball gespielt habe. Die haben gesagt, das ist ein ganz Verrückter. Aber was soll's, der spielt vernünftig Fußball, wir haben Spaß an dem Kerl, weil am Samstag bringt er seine Leistung. Trotzdem, dass uns alles andere nicht gefällt, die langen Haare, seine verrückten Autos, Frauengeschichten hat er auch noch. Die Jugend in dieser paradoxen Welt sucht ihre eigenen Formen. Sie will unter sich sein, nicht beeinflusst und nicht bestimmt von den Institutionen der Erwachsenen. Sie finden sich mit Gleichaltrigen zusammen, wie zum Schutz vor der Gesellschaft, die so wenig Schutz und Wärme bieten kann. Und so protestiert sie gegen diese Gesellschaft, gegen ihre Vergangenheit und Gegenwart. Jimmy L. Williams war 19 Jahre, hatte dunkle Haut und schwarzes Haar. Geboren in Alabama am Coosa-Fluss, gefallen in Vietnam durch einen feindlichen Schuss. Das ist etwas an mir vorbeigegangen, weil als Fußballer bist du in einem bestimmten Kreis und du hast deine Ziele. Und diese Ziele bestimmen den Alltag. Du willst als Sportler erfolgreich sein und du willst wirtschaftlich erfolgreich. Du hast nur einen Beruf nebenbei. Das war damals so. Und wir haben das nur, oder ich persönlich, am Rande mitgekriegt. Ich konnte das einfach nicht verstehen, weil ich hatte meine Ziele und konnte nicht verstehen, dass es Gruppen von Menschen gab, die einfach keine Ziele hatten und verzweifelt waren und aus dieser Verzweiflung diese Dinge getan haben, die ich einfach nicht nachvollziehen konnte. Und wenn Sie jetzt noch mal unter der Plastik... Fototermin mit Günter Netzer. Auf einmal werden ganz neue Themen angesprochen, die bislang mit dem Arbeitersport Fußball nichts zu tun hatten. Herr Netzer, was verbindet Sie mit den Gegenständen, die hier in der Wohnung stehen? Das ist die Wohnung meiner Freundin. Ich finde sie so, wie sie ist, einfach schön. Sie hat sie eingerichtet. Und das, was hier drin steht, entspricht auch meinem Geschmack. Es sind viele Kunstgegenstände, moderne Kunstgegenstände drin. Was gefällt Ihnen davon am besten? Ja, dieser Mann da, der da steht, der ist, glaube ich, das, was mich hier in dieser Wohnung mit am meisten begeistert, weil er auf ganz ulkige Weise zustande gekommen ist. Er ist von einem befreundeten Düsseldorfer Künstler und den habe ich ganz besonders gern. Haben Sie eigentlich ein besonderes Verhältnis offensichtlich zur Farbe Schwarz? Ja, muss ich ganz ehrlich gestehen. Schwarz ist meine Lieblingsfarbe, glaube ich. Immer noch Netzer. Der Mann musste immer extra Schuhe bekommen von Adidas oder wem das war, weil er so gleich 54, 55 oder irgendwo da kleine Kindersackgröße, da war das irgendwie, ne? So große Schuhe hatte. Und man war leicht zu treffen, weil du brauchst nicht so dich anstrengen, um irgendwo seinen Fuß zu treffen, ne? Oder sich draufzustellen. Das war ja immer so ein alter Trick damals. Wenn man so stand und erwartete jetzt den Ball und man sollte ihn decken, stand man plötzlich mit seinem Stollen auf seinem Fuß. Ne? Au! Und er schrie auf. Und man hob die Arme und sagte, Schiedsrichter, nichts, ich habe ihn gar nicht berührt. Ne? Plötzlich tauchen auch in den Fußballstadien neue, aufmüpfige Typen auf. Das ist Charlie Mrosko. Ein revolutionärer junger Mann, der sich auf dem Spielfeld und auch außerhalb so gebärdet, wie man das eben von vielen jungen Menschen heute gewöhnt ist und gar nicht mehr als so unzumutbar oder überraschend empfinden soll. Ich war ja nun Student auch und ich bin ja da nicht verschont geblieben von allen den gesellschaftlichen Strömungen, die ausgegangen sind. Und ich habe mich nie gescheut, Stellung zu beziehen. Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich auch bei dem arschigsten Präsidenten immer meine Meinung gesagt habe, auch auf die Gefahr hin, bestraft zu werden. Und ich denke, eine Mannschaft lebt letzten Endes davon, dass die einzelnen Charaktere sich herausschälen. Es gibt da nichts Schlimmeres als diese stromlinienförmigen Typen,
die im Grunde genommen nichtssagend sind. Und gerade in der heutigen Zeit, wo man eine Vorbildfunktion einnehmen muss, es sind doch Charaktere gefragt. Und das war 68 nicht anders. Ich denke, man muss sein Umfeld beeinflussen, zumal wenn man in so einer doch hervorragenden Position wie ein Fußballprofi steht. Herr Bellmann. Oberrat. Viele Leute sagen, dass die Spieler alle dumm sind. Das ist totaler Schwachsinn. Und mit diesen Leuten zu arbeiten, Jupp Kapellmann zum Beispiel, der jetzt Professor ist, mit diesen Leuten zu arbeiten ist nicht einfach. Weil die immer hinterfragen, weil die nicht einfach alles akzeptieren, was man ihnen sagt. Und das wollte ich. Ich habe provoziert, damit die Leute sagen, was erzählst du denn da für einen Scheiß oder was machen sie denn da, um in die Diskussion zu kommen und aus der Diskussion heraus eine Lösung zu finden, die für die Mannschaft, für den Erfolg der Mannschaft, für den Verein und für mich wichtig ist. Auf dem Rasen werden neue, überraschende Duelle um Autorität ausgetragen. DFB-Pokalfinale 1973. Der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach liefern sich einen packenden und temporeichen Kampf. Nur einer fehlt, Günter Netzer. Trainer Weisweiler hat ihn auf die Bank verbannt. Die Entscheidung als solche, dass er mich nicht hat spielen lassen, war eigentlich richtig. Meine Mutter war gestorben in der Woche. Das war mein letztes Spiel für Mönchengladbach. Ich war körperlich nicht in bester Verfassung. Was ich ihm verübelt habe, dem Weisweiler, ausgerechnet in solchen ausweglosen Situationen, in solchen Situationen, wo man eigentlich das nicht erwarten konnte von mir, habe ich meine besten Spiele gemacht. Und dann, ich wollte eigentlich nach Hause gehen, weil der stellt mich nicht auf. Und da habe ich gedacht, da habe ich nichts mehr zu suchen. In der Halbzeitpause gibt Weisweiler Netzer das Signal zur Einwechslung. Doch der verweigert sich. Als allerdings das Spiel in die Verlängerung geht, wird Netzer aktiv. Er wechselt sich selbst ein, ohne Rücksprache mit dem Trainer. Der wusste von nichts. Dann bin ich an der Bank vorbeigelaufen, wo er gesessen hat, und habe gesagt, ich spiele denn jetzt. Was sollte er machen? Und dann passiert etwas nach 10 Sekunden, 20 Sekunden. Der Bonhoff spielt den Doppelpass seines Lebens. Ich treffe den Ball völlig falsch. Wenn ich ihn richtig treffe, wird es ein harmloser Roller. Völlig falsch, er rutscht mir eigentlich ab und der Ball landet oben im Tor und das Spiel wird gewonnen. Es stand fest, dass er zu Real Madrid wechselt. Es stand in der Presse fest, dass er ein Vaterlandsverräter ist. Das war einmal was Rebellisches gegen Weisweiler. Das war ungehorsam. Und dieser Ungehorsam war natürlich großartig, war toll für uns. Und mein alter Deutschlehrer nahm dieses Tor nach den Ferien zum Anlass, um mit uns über zivilen Ungehorsam zu reden. Und dann kam die etwas erstaunliche Assoziationskette von Peter Scholl, Graf Stauffenberg, Günter Netzer, dann kam Wallraff und irgendwann war man bei der APO. Also in dieser Kette sprachen wir dann anhand auch dieses Tores über zivilen Ungehorsam, über den Wert und Nichtwert von Ungehorsam. Also Netzer taugte halt für viele Projektionsflächen.